Im Jänner haben Graz und Schladming bekannt gegeben, dass sie gemeinsam eine Bewerbung für die Olympischen Winterspiele 2026 planen. Vom IOC befürwortet sind ökonomische Spiele im Herzen des Wintersports gemeinsam angedacht. Wir haben bei Verantwortungsträgern, Einheimischen und Gästen erste Stimmen eingeholt. Ich finde es super, weil wie damals die WM schon da war, es war super klasse. Die ganzen 2,5 bis 3 Wochen war für die Region eigentlich ein kompletter Aufschwung. Und man merkt es jetzt noch, die Leute kommen nach wie vor noch immer, die was bei der WM da waren. Und es ist einfach klasse. Also ich finde es super, dass sie sich wieder bewerben. Ja, wir fanden das super, oder Leonard? Ja. Wir waren dafür. Ja, sicher ist eine Werbung, oder? Dass dann wieder Schladming in aller Munde ist. Was denkst du, würde es besser machen? Würde es was besser machen? Wir haben eh schon alles, was wir brauchen, oder? Sportstätten sind da, die Hotels sind gut aufgestellt. Also ich glaube, das wäre optimal so. Also würdest du sie eigentlich für Spiele anbieten? Ja, auf jeden Fall. Du wärst dabei? Ja, sicher. Eh klar. Ja, für die Region ist das natürlich der absolute Wahnsinn, wenn wir das kriegen. Ich bin total dafür. Es bringt Arbeitsplätze, schafft Arbeitsplätze. Und für die ganze Region ist ja top. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Wir sind hier Urlauber schon über Jahre und ist einfach toll. Und ja, wie gesagt, je mehr Urlauber kommen, desto schöner für diese Region. Und ja, einfach gut. Ja. Ja, für Schladming muss man echt sagen, ist das eine super Sache. Nach der WM 2013, jetzt die Special 2017 und dann 2026 die Olympics. Es war sehr gut. Naja, sagen wir mal so, je bekannter das wird, desto voller wird das Skigebiet. Ne, das finde ich natürlich nicht so toll, aber ja, für die Region an sich selber ist es natürlich bestens. Ne? Volle Hotels, bessere Skibedingungen, alles besser. Ne? Also mehr Geld für die Gemeinde, mehr kann man sich nicht wünschen, oder? Der Wintersport ist in den Alpen zu Hause. Österreich ist ein Kernland des Wintersports. Darum wäre es auch schön, wenn Austria 2026 sozusagen auch als Olympianation zum Zug kommt. Wir sind sportlich gesehen, haben wir viele Dinge da in der Region. Auch in der Umgebung sind viele Sachen gebaut worden. Man kann ohne Gigantismus, glaube ich, auch Spiele ausrichten. Die Frage ist, ob es der IOC will. Und die andere Frage, ob es Österreich will, aber ich hoffe, dass beides mit Ja beantwortet wird, damit wir 2026 oder vielleicht ein paar Jahre später wirklich vom olympischen Traum träumen können. Wir wollen es. Als Tourismus sind wir immer dabei. Ja, ich finde es schon ganz gut und vor allem für die Jugend. Weil momentan natürlich wird dann viel gemacht, das ist vielleicht dann nicht so schön, aber dann für später gesehen, ja. Könnte man schon vorstellen, weil man hat ja gesehen, bei der Weltmeisterschaft zum Beispiel, da wird heute noch dran gesprochen davon und so jetzt haben, oder bei den Special Olympics waren auch fantastische Spiele und ich finde, dass das super funktionieren darf, hundertprozentig, glaube ich schon. Du warst dabei? Ich bin dabei, auf alle Fälle. Ich würde es unterstützen, ja, es wäre super, wenn es stattfinden würde, ja. Ich bin dem gegenüber relativ neutral, würde ich sagen. Es hat natürlich seine Vorteile, aber halt eine große Zahl an Nachteilen, würde ich sagen. Also es so viel Geld es einbringt, aber es macht das Schladming vielleicht eine Metropole, die Schladming einfach nicht werden möchte. Also ich finde Schladming als mein Heimatort, als das Dorf und das Ruhige, was es ist, wirklich sehr angenehm und bräuchte persönlich nicht mehr draus machen. Aber ausbauen brauchen wir ja in Schladming, sprich Graz, wo sie überall hin verlegt werden, überhaupt nicht. Also ich war dafür. Nein, in erster Linie bin ich sehr froh, dass die Landeshauptstadt Graz, so wie bei den Special Olympics Weltwinterspielen im letzten Jahr 2017 als Partnerstadt hier auch die Verantwortung als Hostcity übernehmen wird. Und ich gehe davon aus, dass wir hier in unserer Region mit dem nordischen Bereich in der Ramsau, wo wir die Weltmeisterschaft 1999 abhalten konnten und den alpinen Bereich Weltmeisterschaft 2013 in Schladming und 1982 in Haus und Schladming, wo wir den
alpinen Bereich bei den Damen in Haus und den Herren in Schladming auf der Planei machen können. Bin überzeugt davon, dass wir sehr viel dazu beitragen können, dass der IOC gemeinsam mit uns wieder zu den Sportlerinnen und Sportlern, vor allem zu den Menschen zurückkehrt und an den Wurzeln in den Alpen auch hier wieder Spiele auf einem Niveau abhalten können, wo wir sagen dürfen, das ist auf Augenhöhe passiert. Wir sind überzeugt davon, dass wir mit unserer Qualität, mit unserer Herzlichkeit, mit unserer Freundlichkeit vor Ort in der Steiermark und eben unseren Nachbarregionen und Freunden dies für die Welt auch liefern können, dass Europa in der Lage ist, auch weiterhin und in Zukunft Weltwinterspiele auch veranstalten zu können. Mit den Weltmeisterschaften 2013 sowie den Special Olympics Weltwinterspielen wurde bewiesen, dass Graz und Schladming gute Austragungsorte derartiger Großveranstaltungen für Österreich und Europa sind und so erneut nachhaltige Impulse setzen können.